Salut et bienvenue bei Fit für Franze. Dieser Kanal ist dein Favorit für Französisch. Wenn ich im Französischen einen Satzteil besonders betonen möchte, geht das anders als im Deutschen. Dazu brauche ich die Hervorhebung mit c'est qui und c'est que. Wann gehörte ein qui oder ein que hin? Und was musst du besonders bei betonten Personalpronomen wie c'est moi qui beachten? Dazu hier meine Gebrauchsanleitung mit einem kleinen Test zum Schluss. Allons-y, los geht's. C'est Serge. Serge achète des pommes. Das ist Serge. Serge kauft Äpfel. Will ich betonen, dass Serge und nicht jemand anderes Äpfel kauft, ersetze ich Serge, er bildet das Subjekt des Satzes, durch das Relativpronomen qui und ich verbinde c'est Serge qui achète des pommes. Mit c'est qui wird also das Subjekt eines Satzes hervorgehoben. Wer oder was tut etwas? Ce sont des pommes. Serge achète des pommes. Das sind Äpfel. Serge kauft Äpfel. Will ich betonen, dass Serge nicht Bananen, sondern Äpfel kauft? Les pommes bilden im zweiten Satz das direkte Objekt im Plural. Ersetze ich diese durch das Relativpronomen que und ich verbinde ce sont des pommes que Serge achète. Mit c'est que oder ce sont que wird hier das direkte Objekt hervorgehoben. Wen oder was? Wörtlich, das sind Äpfel, die Serge kauft. Wer von euch ist mit dem Bus gefahren? Ich bin mit dem Bus gefahren. C'est moi qui suis allé en bus. Bei unverbundenen Personalpronomen wie moi, toi, nous und vous musst du bei der Hervorhebung mit qui auf die Übereinstimmung des Verbs mit dem Subjekt achten. Unbetont würde ich ja schließlich auch sagen, je suis allé en bus. C'est toi qui as toujours faim, Ludovic. Du hast immer Hunger, Ludovic. Du musst auf diese Anpassung besonders Acht geben, denn wenn du im Deutschen den Satz wörtlich übersetzen würdest, heißt es ja, das bist du, der immer Hunger hat, also dritte Person Singular. Im Französischen muss es aber hier passend zu toi, die zweite Person Singular von avoir sein, c'est toi qui a, mit as. Ebenso c'est nous qui avons, c'est vous qui avez. Ce sont Lucie et ses copines qui jouent au foot. Lucie und ihre Freundinnen spielen Fußball. Ce sont elles qui jouent au foot. Bei Nomen und betonten Personalpronomen im Plural schreibst du ce sont qui. Während es Jungen hieß es ce sont eux qui. Hier bei Mädchen ce sont elles qui. C'est à Rome qu'Emilie pense toujours. Emilie denkt immer an Rom. Penser à quelque chose ou à quelqu'un, an etwas oder jemanden denken. Das ist ein indirektes Objekt. Und auch ein indirektes Objekt kann ich mit c'est que hervorheben. C'est aux vacances qu'elle pense. Sie denkt an die Ferien. Ein indirektes Objekt im Plural wird auch durch c'est que hervorgehoben. Ce sont funktioniert hier nicht, auch wenn les vacances in der Mehrzahl steht. C'est au mois de juillet qu'elle est allée à Rome. Sie ist im Juli nach Rom gefahren. Auch eine adverbiale Bestimmung kann ich mit c'est que betonen. Wegen dem L muss ich hier das que apostrophieren. Versuch es doch auch mal. Betone in deiner Antwort den unterlegten Teil meiner Frage. Tu as téléphoné à ta copine? Oui, c'est à ma copine que j'ai téléphoné. Ich habe mit meiner Freundin telefoniert. Téléphoner à quelqu'un, du hast ja ein indirektes Objekt. Du nimmst dieses indirekte Objekt mit que auf. Du musst aus dem tu as jetzt ein j'ai machen. Ich habe. Nächste Übung. Est-ce que Paul et Tom s'amusent? Oui, ce sont Paul et Tom qui s'amusent. Oder du sagst, ce sont eux qui s'amusent. Paul und Tom amüsieren sich oder sie amüsieren sich. Du kannst Paul et Tom hier durch das betonte Personalpronomen im Maskulinum Plural e u x ersetzen.
Und die dritte Übung. Vous avez une interro demain? Oui, c'est demain que nous avons une interro. Ja, wir haben morgen eine Arbeit. Hier hast du eine adverbiale Bestimmung, demain, morgen, und du nimmst sie auf mit einem que und aus dem vous avez wird ein nous avons. Alles richtig gemacht? Perfekt. Wenn es noch nicht so gut geklappt hat, pas de problème. Schau dir unser weiteres Video zu diesem Thema der Hervorhebung mit c'est qui und c'est que noch einmal an. Und denk an dein Abo für deine bessere Note in Französisch. Merci de ta confiance et à très bientôt bei Fit für Français.